Rosklar! Sag es! Rosklar! Tut dann ebenso, nicht Rosklar? Alles klar, wir können weiterfahren. Und wir können einen Tee trinken. Also warte mal nicht. Leg dich in die Riemen! Ja, es wiederholt sich, ich weiß. So. Aber da bleibt immer Zeit, um noch einen netten kleinen Tee zu trinken. Da, 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 da. Schaffen wir es diesmal vielleicht durchzukommen, bis wir endlich in Tolby angekommen sind? Möwen. Böse, böse Möwen. Oh, aber für ihn hat Glück gehabt. Okay, man sieht viele Monster. Aber die beiden kommen ja über Deck schon klar. Aber nein, es sind leider auch welche unter Deck. Oh mein Gott, schnell. Monster unter Deck. Ja, ja, Isaac, kümmere dich um diese Bestie. Guck mal hier unten, guck mal der hier. Der hat ein dickes Schwert dabei, ist Krieger. Der hier. Ich habe keine Ahnung von Monster. Ich bin Krieger. Ja, ja, komm, ey, komm, ist klar, ey. An den Maul. Hört mir die Kotzen nicht an! Und auf großer Macker tun, dann, wenn was los ist, dann ziehst du den Schwanz ein, ist klar. Nee, ist klar, okay, So, dreht sie mir den einmal über und weg sind sie. Zack. Bam, bam. Und jetzt Mia macht den Rest. Oh, oh, er ist mal schneller als ich. Eishorn! Zack, Team wurde besiegt, Monster-Team wurde besiegt. Perfekt. Hey, bist du okay? Sieht so aus, als hättet ihr diese Seemonster entsorgt. Wir vermissen einen Ruderer. Ja, man hat's. Man weiß es mittlerweile. Oh nein, er ist bewusstlos. Sieht so aus, als hätten wir unsere Seemonster unseren Ruderer geschnappt. Hätten wir unsere Seemonster unseren Ruderer geschnappt? Das hilft nicht. Isaac, bitte geh und bitte. Ja, 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 ja. Etwas schneller, bitte. Bin ja unterwegs, man halt die Backen. Okay, wir bitten jetzt einfach mal auf Jux. Den alten Mann. Ja, klar. Wenn du lauter Anschluss zusammenrechnen, wird es dir leid tun. Tja, ist mir jetzt egal. Komm, Opa, streng dich mal ein bisschen an hier. Isaac, und du bist wieder da. Isaac, du bist wieder da und hast auch einen Ruderer mitgebracht. Ja. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Das tut mir aber leid. Gut, gut, nimm deinen Platz ein. Bla, bla. Du musst uns diesen Bereich beschützen. Du musst wieder diesen Bereich schützen. Schützebereich schützen. Schütz, schütz. Schön. Vorbereitungen fertig! Kurs klar! Und gut, wir können weiterfahren. Alles klar, also können wir weiterfahren. Wie auch immer. Legt euch in die Riemen! Okay. Bäm. 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 Der alte Mann legt sich aber kräftig ins Zeug. Oh, der hat's drauf, der alle. Der Roller hat drauf, der rudert fast gar nicht, aber das ist ja auch, kann ungefähr egal sein. La 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 la. Was geht denn jetzt ab? Rums! Rums! Ich frage mich, was los ist. Das Schiff sollte nicht so stark schaukeln. Endlich reden die auch mal wieder. Isaac! Isaac, aufs Deck! Isaac, da ist ein riesiges Monster an Deck! Wenn wir nichts unternehmen, wird das Schiff sinken. Du musst uns helfen. Wenn das Schiff sinkt, war unsere ganze Mühe umsonst. Und wir sind tot. Lass uns ein paar von diesen Monstern sehen und schnappen. Mann! Mann! Okay, ja. Jetzt gibt's richtige Action. Die beiden möchtigen Krieger hier haben natürlich direkt ordentlich aufs Gesicht gekriegt. Da seht ihr da, das ist ein Monster. Okay, Krake. Ja, ich weiß, der Name ist total episch. Soll und frech sein. Okay, Granit. Esse. Zephyr und Mia. Ja, Gazier von mir aus, okay. Down, 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 down. Wir hauen so viel wie es geht auf Standby. Dann. Also, wir besten erstmal ein bisschen unseren Status auf und danach kriegt der erstmal ordentlich aufs Gesicht, der Typ. Mit unseren netten kleinen Beschwörungen machen wir Kalamaresringe, aber diesmal XXL Kalamaresringe. Wirbelschlag, bam. Trotzdem 50 Schaden, trotz Granit. Krass, oder? Ja, dann werden wir mal sehen, wie stark das Vieh ist, gegen was wir da kämpfen. Das kann natürlich zweimal angreifen, ja. Ja, aber komm, ich hab ihn geschützt. Ich bin geschützt von Granit. Okay, gegnerische Schnelligkeit sinken. Ja, machen wir das mal. Hebt Verteidigung des Teams. Ja, machen wir jetzt auch mal. Brise hebt Widerstand des Teams. Und Mia macht mal Quelle.
Okay, ich würde sagen, danach gehen wir mal zum Angriff über. Zack, zack, zack. Wollen erstmal uns alles ein bisschen aufbessern, weil ihn schwächt noch nicht, wirkt das jetzt auf ihn. Ja, Schnelligkeit fällt 40, das ist gut. Wenn jetzt Garrett sogar schneller ist als er, dann freue ich mich. Komm schon, Garrett. Oh, das ist gut. So, jetzt haben wir ihn an der Stelle, wo er nicht ausweichen kann. Zack, 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 okay. Ja, mach Schaden, aber hoffentlich nicht zu viel, mein Kleiner. Er sieht ja, das ist alles zu verkraften. Wow, 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 wow. Okay, nicht gut. Mein Kleiner, nicht gut. Knospe, zack. Loche. Dann einmal Milan's Rock. Doppelangriff in der nächsten Runde. Hm, soll man das benutzen? Ne, noch nicht. Smog. Und, ach, jetzt habe ich gerade schon Quelle gemacht. Doof. Ups, na gut, ich werde mir... ich mache mir hier jetzt eine Reihe, damit ich gleich mit ihr wieder Wunsch habe. Denn ich brauche etwas, was alle heilt. Sonst ist das nicht cool. Zack, bam, okay. Macht aber noch ein bisschen Schaden. Zack. Sehr effektiv. Paralysiert, paralysiert. Siehste? Perfekt. Perfekto. Okay, Krake. Fieber, Kiesel meine ich. Mia darf gleich einen Doppelangriff machen. Du, meine Liebe, setzt. Was setzt du denn ein? Heil Ivan. Ja. Zack. Okay, Mia bereitet sich vor. Ja, das heißt, das ist ganz cool. Dann darf sie gleich heilen und nochmal heilen und so weiter. So, jetzt hoffe ich, dass unsere Kumpels alle überleben. Ach, der ist immer noch paralysiert. Sich jetzt erst. Jetzt ist er aber nicht mehr paralysiert. Okay. Oh, Gericht. Meteor. Tor. Und... was? Ach, ein Gin noch zu wenig. Ja, das ist jetzt scheiße. Ja, egal. Gut, dann... Gebet auf Garrett. Und Gebet auf dich selbst. Okay, wenn du das überlebst, wollen wir doch mal sehen. Also diese Angriffsrunde. Also, na... Wow, 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 wow. Kumpel. Das ist mein massiver Schaden. Zack. Gericht kriegt's auch noch reingezwirbelt. Bam. Okay, und Meteor gibt dir gleich den Rest. Vorsichtshalber halten wir nochmal ein bisschen. Okay, mal gucken, ob Mia jetzt nochmal drankommt. Wenn Meteor das Vieh nicht killt. Na? Zack, ja, gegen so eine Strategie hat er halt keine Chance. Wir kriegen Lebenshaus, wir kriegen alles hinterhergeschoben, das ist gut. Das ist sehr gut. Danke, Isaac. Du hast dich gut gegen diesen Kraken behauptet. Wir haben noch einen Ruder verloren. Aber wir haben noch einen Ruderer verloren. Ich muss den Rumpf rufen. Geh und finde jemanden, der rudert. Alles klar. Okay, dann suchen wir noch einen Ruderer. Wir nehmen einfach mal den Koch. Du machst wohl Witze. Soll ich rudern? Ja! Du Depp, was hältst du nur gegen mich? Was hast du nur gegen mich? Gar nichts, aber du nervst mich da. Du bist die ganze Zeit ein Spiegelei dabei. Und dann willst du nicht rudern oder was? Ja, ja, komm. Lisa, du bist wieder da. Du hast auch einen Ruderer mitgebracht. Ja. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Also gut, nimm deinen Platz ein. Ja, komm. Halt die Pfanne dabei an. Du wieder diesen Bereich schützen, Isaac. Okay. So, jetzt sollte die Fahrt auch dann irgendwie erledigt sein. Vorbereitungen fertig! Kurs, klar! Alles klar, wir können weiterfahren. Ja, war halt zu erwarten. Leg dich in den Riemen! Ja, wie immer. Same thing, same text und so weiter. Rudert, meine Freunde, rudert, was das Zeug hält. Und ich trinke Tee. Der alte Mann ist der Geilste, der kriegt das Ding nicht einmal umgelegt. Naja. Aber ist ja auch anstrengend, ne? So ein Schiff zu rudern. Viele sind Möwen unterwegs, die uns die ganze Zeit über begleiten. Und wir fahren uns ab. What there? Lande dicht! Hey, ich kann Land sehen! Sieht so aus, hätten wir es geschafft! Juhu! Juhu, Leute, endlich! Ach Gott! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Endlich! Wir können froh sein, dass wir alle den Angefallen überstanden haben! Ja, aber wir sind schon vom Boot gegangen. Wir haben nicht mehr verabschiedet. Tja, warum auch? Komm, ey, du Weichbirne! Wir müssen nicht mehr rudern! Oh, was für eine Erleichterung! Opa. So, jetzt finde ich einen alten Mann ins Wirtschaft zu rudern und dann treibt er davon ganz an Land. Das ist ganz schön verbrochen. Ja, 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 komm. Opa, das war eine Erfahrung fürs Leben. So, das kannst du dir machen. Danke für eure schwere Arbeit. Eure Bemühungen haben die Schiffe in den sicheren Hafen gebracht. Ich danke euch nochmals. Heilung in Tolby hat bereits Kolosse begonnen. Ihr solltet euch nach Tolby aufmachen. Okay.
runter vom Schiff. Hey. So, Leute, wir haben es überstanden. Endlich, wir sind angekommen. Und hier stehen die ganzen lustigen Leute ja auch noch rum. Wie können wir hier reingehen? Müssen wir uns heilen? Ist auch ein Heilshop, oder? Nein. Ach Quatsch, Heilshop, komm ich da drauf. Tickets, ja, gut, jetzt sind wir uns merkwürdig. Wir kommen nie wieder zurück, oh mein Gott. Na doch, natürlich kommen wir noch zurück. So, mache ich das jetzt noch eben? Ja, Gott, okay. Dann mache ich uns. Danke, dass du mir den Weg versperrst, dummer Typ. Zack, zack, zack. Wir bauen natürlich hier eine kleine Brücke, sage ich mal, aus Kisten. Denn da oben ist eine andere Kiste, die wir dann öffnen, indem wir über die Kisten springen. Ja, so viele Kisten, so wenig Zeit. Da-da-dam. Wobei, eine Folge nehme ich hier gleich noch auf, denke ich mal. Das sind dann wieder vier, das ist, denke ich, ganz in Ordnung. So, was haben wir hier drin? Ein Heiltrank! Oh my fucking goodness! Okay, Leute, bis gleich. Kurzer Schnitt.